Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich erzähle euch auch direkt mal, was ihr heute hier zu erwarten habt. Und zwar habe ich einmal so ein paar Sachen auf Malle gekauft. Die möchte ich euch gerne mal zeigen. Und dann war ich mit meiner Mama vergangenes Wochenende auf der Infa in Hannover und habe da auch zwei, drei kleine Schnapper gemacht. Und ja, ich dachte, ich fasse das einfach mal zusammen. Jetzt, der Urlaub ist noch nicht lange her und die Infa war halt auch gerade erst. Und da habe ich gedacht, zeige ich euch das einfach mal, weil euch das ja vielleicht auch interessieren könnte, was ich mir da Schönes gekauft habe. Womit fangen wir an? Malle, Infa? Ich würde sagen, wir fangen mit Malle an, das ist nämlich schon länger her. Ich habe da ein Teil, was für den Mann ist, ein Teil für den Kleinen, ein Teil für Mausi und zwei Teile, die für mich sind. Die Teile von dem Mann und von dem Kleinen sind sehr identisch. Und zwar haben die sich beide, oder hat der Mann für beide T-Shirts gekauft. Es handelt sich hier um diese T-Shirts. Es sieht aus wie Adidas, ist aber halt kein Adidas, das wissen wir alle. Das wussten wir auch, also ja, wir sind ja nicht doof, wir wussten es auch, als wir das gekauft haben. Aber der Kleine dachte, dass er ein Adidas-T-Shirt kriegt und hat sich total gefreut. Also das ist einmal das für den Mann in groß. Und das Kleine ist so ganz süß, ganz niedlich. Und jetzt, was mein Kopf mal so als Vergleich hat, ist das relativ niedlich. Oh, hier mein Arm kann man auch als Vergleich nehmen. Toll. Toll, toll, toll. Genau, ja. Das ist ganz süß. Und der Kleine hat sich auch wahnsinnig darüber gefreut. Er fand das total super, dieses T-Shirt. Und ja, die beiden können jetzt im Partnerlook gehen. Da sind wir ja sehr große Fans von. Nicht. Für Mausi gab es etwas, wo ich mich sonst immer verweigert habe, so etwas, oder wo ich es verweigert habe, das zu kaufen, weil ich es ganz schrecklich finde eigentlich. Aber an so einem Kind sieht es dann doch ganz niedlich aus. Sie sah zwar, als sie das erste Mal getragen hat, aus wie Madonna, weil sie entsprechendes Outfit dazu anhatte, aber ja, wen stört's? Sehr gehypt, eine Bauchtasche. Und zwar eine Bauchtasche mit rosé-goldenen Pailletten. Zum einen. Und hier dieser Reißverschluss, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, der ist halt in so Regenbogenfarben. Total abgespaced. Ja. Und das war ihr Mitbringsel und sie hat sich wahnsinnig darüber gefreut und ja, kein Mensch kann es verstehen. Ich habe mir auch Taschen gekauft und zwar zwei Stück. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz sagen, dass ich noch nie, ich glaube noch niemals in meinem Leben Wert auf Markenkleidung gelegt habe. Weil ich schon immer, ja, ihr dürft, also alle Fridays for Future Menschen dürfen mich gerne hassen, weil ich schon immer gerne, ich sag mal, ich will nicht sagen, jedes Jahr was anderes getragen habe, aber ich mag das nicht, wenn man für teures Geld was kauft und dann traut man sich irgendwie nicht, sich, also das nicht mehr anzuziehen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich viel Geld für etwas ausgebe, dann. Und Schuhe sind zum Beispiel ein Beispiel. Sind zum Beispiel, naja, wie auch immer. Wenn ich für Schuhe 50 Euro ausgebe, finde ich das schon sehr viel Geld. Andere Menschen kaufen sich Schuhe für Geld, wo ich mir gefühlt ein gebrauchtes kleines Auto kaufe. Aber egal, 50 Euro finde ich schon ziemlich viel für Schuhe. Und wenn mir die Schuhe dann irgendwie kaputt gehen, ich versuche sie so lange wie möglich trotzdem noch zu tragen, weil ich immer denke, oh, ich habe immer so viel Geld dafür bezahlt. Und so verhält es sich halt auch mit allen anderen Kleidungsstücken. So, habe mal für einen Mantel relativ viel bezahlt, für meine Verhältnisse, und der ist ziemlich schnell kaputt gegangen. Cool. Habe mir mal ähnlich teure Schuhe gekauft, die sind relativ schnell kaputt gegangen. Die günstigen Schuhe haben länger gehalten. Und ich habe euch schon ab und zu, glaube ich, jetzt mal gesagt oder gezeigt, dass ich mir beim Aldi unter anderem gerne Turnschuhe kaufe, weil die halt verhältnismäßig genauso lange halten wie teurere oder halt teilweise sogar länger. Es gibt natürlich auch viele Schuhe, die halten definitiv länger, bla bla bla, da habt ihr Glück. Ich habe halt da tendenziell eher immer Pech, habe ich das Gefühl. Und deswegen ist es mir halt gar nicht so viel wert, dass da irgendwo eine Marke draufsteht. Und was ich noch schlimm finde, ist, wenn man ein Markenschwein ist, so nenne ich mal alle Menschen, die das zelebrieren. Fühlt euch bitte nicht angegriffen, auf gar keinen Fall. Und jemand eine Puma-Hose anhat und dann ein Adidas-Oberteil und Nike-Schuhe und ein Cabbie von keine Ahnung was. Das finde ich leider ganz schlimm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich schlimmer finde, wenn überall die gleiche Marke draufsteht. Und das aussieht, als wenn man das so im Set gekauft hätte, die komplette Klamotte. Oder wenn alles unterschiedlich ist.
Wobei ich glaube, ich finde unterschiedlich noch schlimmer. Ja. So viel erstmal dazu. Lange Erklärung, wenig Sinn. Was ich auch ein bisschen nervig finde, sind diese Menschen, die mit gefakten Sachen rumlaufen. Da habe ich so eine zwiegespaltene Meinung. Ich weiß nicht so genau, ob ich das hier so zum Ausdruck bringen kann. Ich finde es irgendwie merkwürdig, wenn man unbedingt diese Markensache haben will und dann kauft man sich die halt in gefaked und tut so, als wenn man dazugehören würde. Dazugehören, ne? Auf der anderen Seite finde ich es cool, dass es die Möglichkeit gibt, wenn man nicht so viel Geld hat, um sich das alles zu leisten, dass man sich zumindest das Gefakte leisten kann. Und wenn man dann auch noch was nimmt, was gut gefaked ist, sage ich mal, wo man das nicht sofort erkennt, dass es nicht echt ist, ja, dann kann man halt, also dann macht man sich selber glücklich und hat für sich selber das Gefühl, oh, ich kann das auch tragen und es fällt den anderen nicht so doll auf. Also ich weiß nicht so genau, wie ich dazu stehe. Das Ganze bringt mich zu meiner Taschenausbeute. Auf Malle waren wir, da gibt es sehr, sehr viele Varianten von gefälschten Michael Kors Taschen. Sehr viele Varianten. Und ich erinnere mich, dass ich Anfang des Urlaubs zu meinem Herzmann gesagt habe, dass ich das ganz schlimm finde und dass hier in unserem kleinen Kaff, in dem wir wohnen, dass doch jeder weiß, dass man sich nicht eine Michael Kors Tasche leisten kann. Oder es nicht machen würde, wenn man sonst immer nur mit Billo-Klamotten rumläuft. Das sind halt die wenigsten, die das wirklich investieren, das Geld in so eine Tasche. Und das sieht man den meisten Menschen halt an. Wenn man weiß, in was für einem Wohngebiet die wohnen, dann weiß man eigentlich automatisch, nee, also ich glaube nicht, dass derjenige eine Michael Kors-Tasche hat. Bla bla bla, so war meine Einstellung am Anfang. Ende vom Lied ist, ich habe mir zwei gefälschte Michael Kors-Taschen gekauft, aber ich möchte nochmal dazu sagen, ich stehe nicht zwingend auf Markenkram und ich stehe eigentlich auch nicht so auf, man braucht was Gefälschtes. Aber ich war in einem Laden und es war wirklich am, ich glaube, es war am letzten Tag und wir wollten unbedingt noch ein paar Mitbringsel, auch für den Rest der Familie. Wir haben noch so Kleinigkeiten besorgt, haben wir natürlich schon verschenkt und deswegen kann ich euch den nicht zeigen. Wollten noch ein paar Mitbringsel besorgen und dann habe ich da diese verschiedenen Taschen gesehen. Und zuerst habe ich diese Tasche gesehen. Sie ist in so einem Altrosa und sie war halt aufgeplüstert. Also da waren ganz viele Sachen drin. Sie sah ein bisschen dicker aus. Und ich fand sie so, so wunderschön und habe die ganze Zeit überlegt, Alex, machst du das oder machst du das nicht? Weil ich halt so denke, okay, wenn mich jetzt Menschen damit sehen, denken die entweder, oh, die kann sich so eine Tasche leisten oder die sehen sofort, die braucht eine gefälschte Tasche oder was. Schwieriges Thema. Aber ich habe sie mir trotzdem gekauft, weil ich sie einfach wunderschön fand und es mir völlig egal ist, ob da vorne MK drauf steht oder nicht. Sie hat noch so einen Henkel hier und ja, da ist das Zeichen und da sind diese Bimmels. Finde ich wunderschön. Genauso wie ich diese auch wunderschön finde. Die ist in Braun. Ist halt etwas kleiner, aber hier ein bisschen ja, breiter, sage ich mal. Also nicht so schmal wie die andere. Hat auch ein Umhängeding und ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Ausbeute. Unabhängig davon, was da drauf steht und von welcher Marke das ist und wie viel es gekostet hat. Ja, das wollte ich ganz kurz mal dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich hier so doll rechtfertigen müsste, aber ich habe es jetzt einfach mal getan. Das war meine kleine Mallorca-Ausbeute, so nenne ich sie mal. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich von der Infa mitgebracht habe. Für alle zur Info, die Infa ist so eine Messe in Hannover. Wir waren also die geht länger, glaube ich. Wir waren am Wochenende jetzt da und da war Infa kreativ. Das ist halt, da kann man Nähsachen kaufen, Strick, Häkel, was weiß ich, Sachen. Ganz viel Wolle, ganz viel Stoffe, selbstgemachte Sachen natürlich. Turnbeutel, kleine Kosmetiktäschchen, wiederverwendbare Wattepads, keine Ahnung, lauter so Zeugs. Und halt auch, ne, gestrickte Sachen. Da gibt es ganz viele Fressbuden und man kann irgendwelche orientalischen Gewürze, Schüsseln, Tees, sonst was kaufen. Ganz viel Papier, Bastel, das war komisch, irgendwas Kram. Ja, sowas. Und das ist halt zum Beispiel, in einer Halle ist dieses Kreative, in einer Halle ist der ganze Fresskram, in einer Halle ging es ums Thema Bauen und da waren halt Vertreter für Fenstertüren, Whirlpools, Küchen, bla bla bla. Dann gab es irgendwie eine Halle, wo so Luxuskram war. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da habe ich mich gefühlt wie, weiß nicht, da waren
Esstisch, der 3000 Euro kosten sollte. Und ich dachte, okay, Alex, wow, deiner ist geschenkt gewesen. Geh mal weiter. ja. Dann war da, du konntest dich da, glaube ich, schminken lassen, die Haare machen lassen, bla bla bla. Also es war ganz cool. War auch was für Kinder da und so. Und jetzt habe ich genug gelabert, jetzt zeige ich euch mal, was ich daher habe. Ich habe geschenkt bekommen zweimal, für zwei Kinderchen, zwei Alpaka-Stofftiere. An irgendeinem Stand, da haben wir uns ein bisschen voll blubbern lassen und haben wir die bekommen. Finde ich ganz süß. Dann habe ich mir von einem Stand, und zwar vom Salzwerk, salzwerk-berlin.de, sage ich euch mal so dazu, habe ich mir ein Gewürzsalz gekauft. Gewürzsalz Curry Kokos für Reis, Geflügel und asiatische Küche. Das ist in so einem Reagenzglas. Es gab auch größere Behälter, glaube ich, oder so Tütchen, aber das Reagenzglas war das günstigste und die kleinste Menge. Und ich hatte das vorher probiert. Da war so ein kleiner Behälter, wo man mit so einem kleinen Löffelchen sich das auf Brot drauf machen konnte. Und ich fand diese Geschmacksrichtung sehr lecker. Und ja, deswegen habe ich die mitgenommen. Und dann hat meine Mama mir Ohrringe gekauft. Und ich bin so verliebt in diese Ohrringe. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich denkt ihr, ich bin völlig geisteskrank. Aber es ist mir ganz egal. Ich zeige euch jetzt mal nur einen davon. Die sind ja beide identisch. So sieht er aus. Oh, wartet. Ich versuche das mal schärfer zu machen. So. Es ist ein Vogelkäfig mit einem kleinen Vögelchen drin. Und es ist einfach nur wunderschön. Es ist natürlich ein bisschen ungewohnt, wenn man hier so einen Vogelkäfig am Ohr hat. Sieht man nicht alle Tage, aber das war das erste Paar Ohrringe, was an diesem Stand, was ich da gesehen habe, was mir sofort ins Auge fiel. Ich habe eine Viertelstunde an diesem Stand gestanden und überlegt, was ich haben möchte oder auch nicht. Und habe mich dann für die Ohrringe entschieden. Und ja, die sind einfach nur schön. Das packe ich auch mal hier hin. Ich habe dann noch zwei Stoffe gekauft. Das sind so Stoffreste. Ich weiß gar nicht genau. Also ihr könnt auch Stoff von der Rolle quasi kriegen. Aber da gibt es halt auch ganz viele Stoffreste und so. Und ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Ich sag mal 100 mal 50 oder 1,40 Meter mal 50 oder so. Einmal in so einem Grau, in einem etwas festeren Material. Und einmal in Rosa mit so dunkelblau, dunkelgrauen Strichelchen. Und ich finde, die beiden passen super gut zusammen. Und man kann da wunderschön so, oder andersrum, ich glaube vielleicht so, einen Turmbeutel draus machen. Das werde ich, weil ich nämlich einen brauche, weil der eine von mir, da gefällt mir mittlerweile das Muster nicht mehr immer so genau. Also nicht mehr immer. Ist halt sehr bunt und es passt halt jetzt nicht zu jedem Look und so. Und mein anderer Turmbeutel ist leider kaputt. Deswegen muss ein neuer her. So, apropos Turmbeutel. Kommen wir zu dem letzten Teil, was ich auf der Messe gekauft habe. Und zwar ist es ein Turmbeutel tatsächlich. Und der ist gefüllt. Und an diesem Stand gab es zwei Turmbeutel zum Preis von einem. Ich muss dazu sagen, der Turmbeutel, ich zeige ihn euch nochmal. So, sollte 10 Euro kosten. Und für 10 Euro hätte ich ihn nicht gekauft. Aber zwei Stück haben halt auch 10 Euro gekostet. Das heißt, einer, logischerweise, hat 5 Euro gekostet. Mutti ein, ich ein, fertig ist. Ich zeige euch mal, was drin ist. Also das ist von der Marke Wurzenär. Kannte ich vorher nicht. Einmal Käsebällchen. Ups, habe ich vielleicht schon angefangen zu essen. Sind sehr lecker. Also eine Tüte Käsebällchen. Eine Tüte gesalzene Kartoffelchips. Eine Tüte Kartoffelchips mit Paprika-Geschmack. Eine Tüte Salzbrezel. Eine Tüte Zwiebelringe. Eine Tüte Salzstangen. Und eine Tüte Erdnussflips. So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tüten für 5 Euro. Entschuldigt, ich bin immer noch erkältet. Für 5 Euro und ja, das fand ich ganz okay. Und wie gesagt, die Käsebälle habe ich schon probiert und die sind super lecker. Ich bin sehr gespannt, wie das andere schmeckt, vor allem die Chips. Ja, das war meine Ausbeute. Ganz kurz die Stoffe. Ich glaube, da hat ein Stoffstück 4 Euro gekostet. Das Salz hat 3 Euro gekostet und die Ohrringe haben 5 Euro gekostet. Also nur für euch zur Info. Und der Eintritt zur Infa waren 14 Euro pro Person.
Ja. Und ich empfehle euch, wenn ihr dann nächstes, also das ist halt nächstes Jahr erst wieder, ich kann es euch nur ans Herz legen, auf jeden Fall, vor allem kreative Leute unter euch, geht dahin, tobt euch da aus. Infa in Hannover, könnt ihr gerne googeln. Das hier ist übrigens nur Werbung, weil ich es geil finde, nicht weil irgendwas bezahlt ist oder sonst was. Ich habe euch ja auch die Preise genannt. Und ich rate euch, einen kleinen Snack mitzunehmen, weil die Preise für, man möchte da vor Ort was essen, sind echt happig teilweise. Also ich habe Bargeld abgehoben und habe das meiste Geld für Essen und Eintritt ausgegeben. Also das ist schon ein bisschen crazy. Aber egal, es war ein wunderschöner Tag mit Mutti und auch der Urlaub war schön. Die Ausbeute war auch schön und jetzt werde ich den Kram wegräumen und ich hoffe, dass ihr, also jetzt heute ist Dienstag. Wenn ihr das Video seht, morgen quasi, heute, gestern, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Lasst euch nicht zu sehr verwirren von meinem Gesabbel. Ja, habt einen schönen Tag, habe ich schon gesagt. Ich höre jetzt auf. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Tschö mit Ö.